Es war von Anfang an eine sehr familiäre Atmosphäre. Beim Bewerbungsgespräch dabei war eine Mitarbeiterin aus der Personalabteilung, mein Vorgesetzter, mein damals zukünftiger Vorgesetzter und ein weiterer fachlicher Mitarbeiter. Also es geht bei unseren Bewerbungsgesprächen, also bei meinem und auch bei denen, die ich beispielsweise als Führungskraft führe, natürlich zu erfahren, warum möchte jemand zur KPMG kommen. Wenn man jetzt sozusagen neu anfängt in der Berufswelt, wäre es wichtig, dass man viel Eigenverantwortung und Eigeninitiative mitbringt. Man sollte organisiert sein, das heißt, man sollte seine Tasks kennen, was habe ich zu tun, was ist die Deadline dafür. Als Neueinsteiger bei der KPMG wird man bei uns mit dem sogenannten Welcome Day gleich einmal empfangen. Vom Junior bis zum Manager, jeder hat mir geholfen, mich zurechtzufinden, jeder hat mir die Abläufe erklärt, also eine ganz offene Kultur gewesen. Die ideale Grundlage für die Steuerberatung ist meines Erachtens ein Wirtschaftsrechtsstudium oder ein betriebswirtschaftliches Studium, idealerweise mit Schwerpunkt Steuerrecht. Das heißt, eine Basisausbildung im Finanzbereich, also Finanz- und Rechnungswesen beispielsweise, ist sehr gut und bietet einen guten Vorsprung. Ja? Und auch das Interesse in diesem Bereich, sich dort weiterzuentwickeln, ist wichtig. Also bei uns in der Abteilung kann man eigentlich alles sein. Also wir haben viele Juristen, wir haben aber auch viele BWLer und das braucht man auch, damit man so ein bisschen es von unterschiedlichen Seiten beleuchten kann, die Themen. Und wir haben aber auch technische Physiker, technische Mathematiker. Das Wichtigste, bei uns anzufangen, ist die Begeisterung für den Job, dass wir das erkennen. Wenn ich an einem Bewerber schon sehe, er ist begeistert, er will das machen, er hat einen guten Background, dann steht dem nicht viel im Wege. Ich glaube, besonders wichtig ist, offen zu sein, neugierig zu sein, wissbegierig zu sein und eine hohe Lernbereitschaft zu besitzen.